Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen Planet Base, aber wir spielen es nicht mehr weiter. Es tut mir wahnsinnig leid, aber das hier ist tatsächlich die, ich sage Tschüss-Folge. Ich hatte es euch ja gesagt, dass ich auf jeden Fall nochmal Bescheid gebe, ob wir es noch weiterspielen oder nicht. Und nun ist die Entscheidung gefallen. Es tut mir wahnsinnig leid. Manche von euch werden es schon gesehen haben. Ich streame jetzt fast jeden Tag. Ich schaffe das und das finde ich auch sehr, sehr gut. Das bedeutet aber auch, dass manche Spiele einfach nicht mehr weitergespielt werden können. Und dazu gehört Planet Base. Es liegt aber auch natürlich daran, dass mir so ein bisschen der Spaß dran irgendwie flöten gegangen ist. Heißt nicht, dass das Spiel nicht gut ist. Aber ich glaube, so das meiste haben wir schon gesehen. Wir haben so die meisten Hürden, haben wir schon genommen. Ich habe jetzt noch ein bisschen die Kommentare gelesen. Und ihr seht ja hier, ne, falls ihr euch noch erinnert an die letzte Folge, wir haben ja irgendwann dieses Dom hier gebaut und wie man hier so schön sehen kann, die Pflanzen gehen hier schon kaputt. Die Pflanzen gehen hier schon kaputt. Werden diese Pflanzen hier kaputt gehen, geht quasi auch die Essensproduktion kaputt. Und ich weiß, dass sie nicht kaputt gehen, die Pflanzen, sondern dass sie quasi verwelken oder wie auch immer nicht weiter genutzt werden können. Ich sag das nur so, weil ich albern bin. ihr habt mir geschrieben in den Kommentaren, was quasi das Hauptproblem war, warum diese Sachen passiert sind, die hier passiert sind. Und zwar, wenn wir jetzt dieses Biodom hier bauen, also wir haben es ja schon gebaut, hier in diesem Spielstand. Ich habe jetzt mit Absicht den letzten Spielstand genommen, damit ich es anhand der Sachen, die schon da sind, erklären kann. Ich habe hier noch ein Biodom gebaut, weil ich dachte, okay, wir brauchen mehr Essen. Biodom, los geht's. Was war das Problem? Ich zeige es nochmal hier. Wir haben insgesamt 57 Leute, 57 Kolonisten auf dieser Base hier, in dieser Base. Davon sind nur 12 Biologen. Und jetzt müsst ihr mal gucken, wir haben hier ein Biodom, hier ein Biodom und jetzt noch das neue Biodom gebaut. Das sind viel zu viele Pflanzen, die von viel zu wenig Biologen bearbeitet werden müssen. Das führt dazu, dass sie kaputt gehen und das führt im Endeffekt dazu, dass die ganze Base stirbt. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem in der heutigen Gesellschaft. Und das ist auch, glaube ich, das Hauptproblem, warum diese Basis dann nicht funktioniert hat. Hätte ich also einen Spielstand genommen, der so ein bisschen weiter zurückliegt, wahrscheinlich genau der gleiche Restart, den ich letztes Mal gemacht habe, ne? Dann hätten wir dieses Biodom nicht gebaut. Wir hätten dafür gesorgt, dass hier mehr Biologen kommen. Warte mal, das würden wir ja auch hier machen, ne? Und dann würden wir, wo war das nochmal? Das ist schon eine Weile her. Kolonisten. Ich habe es hier erlaubt, aber es ist halt anscheinend ist es nicht rechtzeitig was geworden, ne? Wir könnten hier auf 30% Biologen gehen. Das ist viel nützlicher, glaube ich. Wir könnten hier, warte mal, hier da was wegnehmen und 40% Biologen. Sanitäter brauchen wir auch welche. Dann können wir hier vielleicht, naja, 35% für irgendwie sowas. Also auf jeden Fall brauchen wir Biologen. Ich habe zwischendurch, glaube ich, etwas zu lange die Kolonisten nach Bestellung ausgeschaltet, also die Erlaubnis da ausgemacht. Und was haben wir hier? Was haben wir hier? Was kommt da? Was bist du? Ein Ingenieur. Ein Ingenieur. Den wir eh jetzt gerade nicht brauchen. Naja, und dann sind dann auch noch andere Sachen passiert, ne? Wir hatten ja auch Stromprobleme. Und die waren echt massiv. Und ich habe rausgefunden, zum Beispiel das Ding hier, ne? Das zieht 33 Strom. 33 Strom. Im Vergleich dazu, so ein Ding hier zieht 2,5. Ja, so eine Bar. Was zieht ein Biodom? 8,5. Dieses Monster hier zieht 33 Strom. Wenn man jetzt in Stromnot gerät, ich hätte das retten können, indem ich das Ding hier ausgeschaltet hätte. Zack, aus. Fertig. Naja, was heißt fertig? Aber man hätte auf jeden Fall hiermit Strom sparen können. Man hätte hier noch woanders Strom sparen können. Es wäre durchaus möglich gewesen. Und dann auch noch hier, ich habe ja hier noch weitergebaut, ne? Das ist ja nicht der allerletzte Stand, glaube ich, meine ich. Ich hatte hier, glaube ich, noch eine Mine gebaut. Und all das hat natürlich noch mehr Strom gezogen, noch mehr Sauerstoff gezogen. Die Pflanzen hatten zu wenig Wasser, sie hatten zu wenig Biologen und damit ist alles kaputt gegangen. Und das ist ein bisschen traurig. Das ist ein bisschen traurig, aber es ist auch nicht aller Welts Abend. Und sollte alles klappen, so wie ich mir das überlegt habe, ne? Ich will jetzt eigentlich keine Versprechen wieder hier versprechen. Aber wenn ich es schaffe tatsächlich, was der Plan ist aktuell, Fulltime den ganzen Quatsch hier zu machen und quasi nicht noch andere Sachen machen zu müssen, dann wird's
gehe ich mal davon aus, einen Stream geben, wo wir vielleicht auch nochmal ein bisschen Planet Base spielen. Wenn gerade nicht 28 andere gute Spiele da sind. Und das ist leider aktuell der Fall. Leider. Guck mal, wie ich weine. Voll schade. Wir haben sehr, sehr viele Spiele gerade auf dem Horizont und gerade aktuell da. Wir haben super, super viel. Ich habe noch den Zombie-Modus, den ich glaube ich noch spielen wollte. Dann haben wir gerade aktuell, spielen wir noch Sherlock Holmes im Stream. Wir haben natürlich den Dauerbrenner Hearthstone, League of Explorers, da ist einiges los. StarCraft 2, will ich jetzt ein bisschen mehr spielen? Was haben wir noch? Just Cause 3 ist raus, das muss ich auch nochmal anzocken. Fallout will ich zum Laufen bringen, vielleicht schaffe ich es irgendwie, mir eine neue Grafikkarte zu holen. Dann kann ich auch vielleicht dieses wundervolle Spiel mal anzocken. Was heißt wundervoll? Ich persönlich bin, glaube ich, gar nicht so der Fan von Spielen wie Fallout. Aber ich will es mal anzocken und ich will es mal erlebt haben. Auch mit euch zusammen gerne. Gerne auch im Stream, wo ihr mir dann sagt, wie ich Sachen mache, denn ich kenne mich ja gar nicht aus. Ich kenne mich ja überhaupt nicht aus. Just Cause habe ich sehr, sehr Bock drauf. Da freue ich mich ein bisschen. Und was mir alles sonst noch nicht jetzt eingefallen ist. Vermintide wollten wir noch spielen. Mit Minions und so weiter. Es ist ein neues Modpack geplant, was ich gerne spielen möchte. Minecraft Shizzle Max City. Das definitiv geplant. Also, da ist so einiges. Ja, und was ich auch jetzt nicht verrate, was jetzt noch gespielt wird. Oh, Rainbow Six. Rainbow Six. Ein grandioses Spiel. Overwatch. Oh, ich spiele viel zu wenig Overwatch. Wo bleiben die Overwatch-Folgen, Fischi? Wo bleiben die Overwatch-Folgen? Dann habe ich letztens unter der Dusche überlegt, es wird eigentlich mal wieder Zeit für ein Let's Classic. Beziehungsweise, hier ist der Strom schon wieder ausgefallen. Beziehungsweise für ein Performance Fluch. Ja, wir wären jetzt bei Teil 2,5, also 2,5, was ja von Fans gemacht wurde. Da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Und es gibt ja auch noch andere Adventure, vielleicht auch modernere Adventure, die gerne gespielt werden möchten. Es ist so unglaublich vieles, was mich halt daran hindert, ein Planet Base weiterzuspielen, wo ich nicht glaube, dass wir viel weiterkommen können. Ich meine, wir könnten jetzt noch, ich weiß, ihr habt noch geschrieben, bau mal Roboter, dann sind die Leute entlastet, dann müssen die nicht ständig Sachen durch die Gegend tragen. Das wäre etwas, was wir auf jeden Fall noch hätten machen können. Was haben wir hier noch für Gebäude? So viele Gebäude haben wir auch gar nicht, ne? Roboter-Einrichtung und so weiter. Das war es eigentlich schon. Und dann hätten wir hier noch Wegweise, hatten wir auch schon. Episch und völlig sinnfreies Symbol der Errungenschaften. Hätten wir noch bauen können. So sieht das Ganze aus. Ja, hätte ich auch gerne gemacht. Aber dann war es das auch eigentlich schon. Jedenfalls, soweit ich weiß. Ich glaube, es kommen ja nicht noch irgendwelche großartigen Gebäude dazu in dieser Liste, die man jetzt noch nicht sehen kann. Wenn ich da falsch liege, könnt ihr mich doch sehr gerne korrigieren in den Kommentaren. Und sollte es irgendwelche krassen Neuerungen geben in diesem Spiel, sollte es noch ganz krass weiterentwickelt werden, werden wir dann zurückkommen. Und, wie gesagt, wenn es irgendwann mal abflaut mit den Spielen und ich irgendwann da sitze und denke, ach, was spiele ich denn heute mal? Dann kann es durchaus sein, dass es Planet Base wird. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war mir ein Fest. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war so ein bisschen entspannter, dieses Spiel. Das fand ich gut. Und jetzt ist dann mit die Ohr gelandet. Geil. Kolonisten sind gestorben. Die verrecken jetzt an Hunger, oder was? Verrecken die an Hunger, oder wurden die gerade vom Meteor gekriegt? Ich weiß es nicht. Es ist ja auch egal. Es ist ja auch jetzt erstmal egal. Sollten wir nochmal spielen, werden wir auf jeden Fall einen neuen Spielstand starten. Und da wird sowieso alles besser. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, auch fürs jetzt nochmal Zuhören. Und mir nicht böse sein, dass wir diese Serie jetzt erstmal beenden. Und wir sehen uns in einem der vielen Streams, die jetzt folgen. Oder vielleicht in einer der anderen Folgen hier auf YouTube. Wer weiß das schon? Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Fischkopf. Und tschüss.